Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Präsidentschaftswahlen in den USA, die ja nach den Meinungsumfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen sind über Wochen, haben nicht nur dort, sondern in ganz Europa, in der ganzen Welt für hohe Aufmerksamkeit gesorgt. Obama hatte allerdings schon bei seinem ersten Wahlerfolg eine hohe Aufmerksamkeit in unserem Land und in Europa. Das kam auch zum Ausdruck in der Verleihung des Friedensnobelpreises zu einem sehr frühen Zeitpunkt seiner Regierungszeit. Das zeigt, dass damit eine Menge an Hoffnungen für viele Menschen in der Welt, auch bei uns in Deutschland, verbunden sind in den Präsidenten, der als erster afrikanische Wurzeln hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit gestern wissen wir, Präsident Barack Obama kann 4 weitere Jahre regieren. Ich gratuliere dazu und ich freue mich darüber, dass es doch ein eindeutiger Regierungsauftrag ist. Das mag hoffentlich dazu beitragen, die Spaltung der Gesellschaft, die in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen zum Ausdruck gekommen ist, doch etwas zu überwinden. Diese Wiederwahl wird es mit sich bringen, dass wir an die gewachsenen Kontakte der letzten Jahre anknüpfen können und dass wir die Kontinuität in den transatlantischen Beziehungen nutzen können, um unser Verhältnis zu vertiefen. Die transatlantischen Beziehungen sind die tragende Säule unserer Außenpolitik neben der europäischen Integration. Und das liegt nicht nur daran, dass sie so umfassend angelegt sind, sondern es liegt vor allem daran, dass wir ein gemeinsames Gerüst an Werten und Interessen verfolgen. Es gibt ein tiefes gemeinsames Verständnis zwischen unseren amerikanischen Freunden und uns dafür, dass Prinzipien wie Freiheit und Demokratie über den Westen hinaus Anziehungskraft besitzen. Und natürlich ist die transatlantische Zusammenarbeit darüber hinaus auch deshalb wichtig, weil es eine ganze Reihe von drängenden globalen Herausforderungen gibt, die wir gemeinsam angehen müssen. Von der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, von Krankheit und Armut über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen bis hin zum Klimaschutz. Alles das müssen wir gemeinsam auf die internationale Agenda setzen und auch den Versuch unternehmen, gemeinsame Initiativen dazu zu starten. Die Sicherheitspolitik wird sicher ein großer Teil unserer Zusammenarbeit bleiben. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass nicht nur die gemeinsame Partnerschaft in der NATO, sondern auch die NATO als solche von außerordentlich hoher Bedeutung für uns bleibt. Nicht nur, weil wir damit gemeinsamen Bedrohungen begegnen können, sondern weil sich in diesem Bündnis auch immer wieder unsere gemeinsamen Werte und Grundüberzeugungen neu konkretisieren. Wir sollten die Zusammenarbeit im Bündnis auch deshalb ernst nehmen, weil sich aus einer erfolgreichen Zusammenarbeit im Bündnis auch eine ganze Reihe von Konsequenzen für den Ausbau der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Europäischen Union ergeben können. Und was die Abwendung, die vermeintliche Abwendung der USA von Europa angeht und die Hinwendung zum Pazifik, da rate ich doch zu einer nüchternen und sehr gelassenen Betrachtungsweise. Natürlich ist es eben so, dass das Bevölkerungswachstum und das Wirtschaftswachstum in Asien eine Herausforderung für die Vereinigten Staaten darstellt. Deswegen ist die Hinwendung der USA zu diesem Raum eine ganz natürliche Konsequenz. Darin liegt nicht zugleich eine Abwendung von Europa. Im Gegenteil, die amerikanische Außenministerin hat im letzten Jahr in München zu Recht betont, dass Europa der erste Ansprechpartner in Sicherheitsfragen für die Vereinigten Staaten bleiben. Wir sollten diesen Kurswechsel der Vereinigten Staaten in der Außenpolitik viel mehr als eine eigene Aufgabe verstehen, nämlich in die Rolle hineinzuwachsen, die nicht nur die Amerikaner von uns erwarten, sondern die wir immer wieder auch ja an uns selber stellen, wenn wir in der Europäischen Union oft und gerne von dem Ausbau der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sprechen. Dem müssen wir jetzt auch Taten folgen lassen und deswegen ist es eine eigene Aufgabe, wie wir unsere Rolle hier künftig ausfüllen. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, noch anführen, dass wir neben den sicherheitspolitischen Fragen in Zukunft auch viel stärker die wirtschaftspolitischen Beziehungen zwischen Europa und den USA auf die Tagesordnung setzen müssen. Wir haben gemeinsame Herausforderungen auch hier, von der Frage, wie man neue Arbeitsplätze schaffen kann, wie man industrielle Produktion erhalten kann, bis hin zu Fragen, wie wir mit Umwelttechnologien und Ähnlichem umgehen können.
Wir haben, denke ich, in Deutschland ein Angebot zu machen. Wir haben wie die Vereinigten Staaten eine Marktwirtschaft, aber wir haben eine spezifische Tradition, die soziale, die ökologische und auch die fiskalische Dimension unseres Wirtschaftens anders zu ordnen, als das die Amerikaner tun. Und ich sehe mit Interesse, dass die Vereinigten Staaten die Fragen der sozialen Sicherung sehr streitig und heftig diskutieren, für die wir in Deutschland seit langem Lösungen haben. Ich verfolge mit großer Aufmerksamkeit, wie auch die umweltpolitischen Fragestellungen in den USA immer ernsthafter diskutiert werden. Und wir werden auch bei den fiskalischen Herausforderungen, bei der Regulierung der Finanzmärkte die Diskussion gemeinsam führen müssen. Wir bieten als Deutsche an, dass wir eine hohe gesellschaftliche Stabilität in unserem Land und eine hohe wirtschaftliche Stabilität in unserem Land haben, mit unseren Sicherungssystemen, mit einem starken Mittelstand, mit Zukunftstechnologien, die wir haben. Und ich glaube, das ist eine gute Basis für die gemeinsame Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Wir sind ein verlässlicher Partner und ein Partner, der mit Selbstbewusstsein diese Beziehungen pflegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt spricht für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Bayer.